Und hiermit euch ein herzliches Willkommen zum zweiten Talk der Tux-Tage 2022. Ich habe hier ganz wundervolle Gäste dabei. Einmal den Micha und den Michel. Ich muss schauen, oder dass ich mich heute hier nicht verspreche. Hallo euch beiden und stellt euch doch mal ganz, ganz kurz vor, falls ihr oder ihr kennt euch ja so ein bisschen, aber die anderen vielleicht noch nicht unter Umständen. Ja, Micha, fang an. Ja, dann mache ich das ganz kurz für alle, die vorhin noch nicht zugeguckt haben. Ich bin Micha, Teil des Tux-Tage-Teams. Ich habe so ein bisschen die Technik unter mir. Ansonsten bin ich selbstständig Blogger und Twitcher und ja, das muss reichen. Ja, cool. Ja, Michael hier, hi. Ich betreibe auch den Kanal Michel Franken. Ihr seht mich jetzt auch zum ersten Mal im Stream. Ja, ich arbeite als SAP Technology Consultant, betreibe nebenbei den Michel Franken Kanal und auch den gleichnamigen Blog und bin jetzt das dritte Mal bei den Tux-Tagen mit dabei. Und ja, wie immer eine Freude und ein Vergnügen. Danke für die Einladung. Schön, kann ich nur zurückgeben. Ist mir auch vorhin also wir haben ja vorhin moderiert noch. Du bist auch schon das dritte Mal dabei, ne? Einfach wunderbar. Und ja, hier hat er ganz plakativ seine Tux-Tage-Tasse da. Oh, ich finde Vom das klasse, ne? letzten Jahr, Ja, vom letzten Jahr. Ja, schön. Sehr toll, ne? Ich habe die von diesem Jahr, die sieht auch schick aus, ne? Können wir mal vergleichen. Welche sieht schön aus? Ne, egal. Jedenfalls, aber vielleicht hast du ja auch das Glück, nochmal eine zu gewinnen. Michel, ne? Du machst ja da auch würde ich auch ordentlich schwer Werbung für uns hoffen. nebenbei. Will ich auch schwer hoffen. Ist das eine Drohung? Sehr schön. Ja. Nee, schön. Sehr schön, dass du auch da bist. Mein Name ist Jean. Ich betreibe den YouTube-Kanal Linux Guides und bin nebenbei auch der Organisator dieser Tux-Tage hier. Ja, wir haben uns heute versammelt zu dem Thema, ob die neuen aufstrebenden Linux-Distributionen PopOS oder beispielsweise auch MX Linux das Zeug haben, die alte eingesessenen, wie beispielsweise in Linux Mint oder in ein Elementary OS fällt mir auf Anhieb ein, ob die wirklich das Zeug haben, vielleicht langfristig diese zu ersetzen. Und wir sind wieder in einem ganz gemütlichen Talk drin. Wir haben, lass ich mal schauen, wie viel Zeit haben wir mitgebracht? 40 Minuten haben wir tatsächlich. Also von daher haben wir da ein bisschen was. Deswegen, ja, seid ihr auch wieder sehr, sehr herzlich gefragt, liebe Zuschauer, dass ihr uns vielleicht auch eure Meinung reinschreibt. Nutzt ihr PopOS? Nutzt ihr MX Linux? Oder was haltet ihr von diesen neuen Distros? Oder was für eine Distro nutzt ihr überhaupt? Und was ist euch vielleicht da wichtig? Und was ist eure Entscheidung oder eure Meinung dazu? Haben die wirklich das Zeug? Und ich würde erstmal den Ball beispielsweise an den Michel spielen. Erstens, welche Distro nutzt du? Und genau, da werden wir mal sehen, ob das eine alteingesessene ist oder nicht. Ich nutze eigentlich mittlerweile zwei Distros, auf verschiedenen Rechnern. Das eine ist Elementary OS, da hat sich nichts dran geändert. Und die zweite ist, man höre und staune, Ubuntu. Klassisch Ubuntu 2204 LTS. Um es einfach auch auf den Punkt zu bringen, es funktioniert. Also, ich habe ja lang Debian benutzt, aber es gab verschiedene Gründe, warum Debian in gewisser Weise ins Hintertreffen geraten ist, also schlechterer Support, was proprietäre Sachen angeht, zum Teil auch veraltete Pakete. Und ich habe ja schon mal Experimente gemacht, 30 Tage mit Ubuntu, und da bin ich eigentlich erstaunlicherweise mit recht guten Erfahrungen rausgegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, okay, nutze das mal Ubuntu. Ich hatte eine Weile Pop OS mal ausprobiert. Aber da kommen wir dann noch mal kurz drauf, warum nicht, warum ich nicht bei Pop OS geblieben bin. Und Ubuntu macht eigentlich einen recht guten Job. Sehr Trotz stark. allem. Sehr stark. Ja. Ich habe es gemocht, als du gesagt hast, erstaunlicherweise. Ja, toll. Aber genauso wäre es mir auch gegangen. Sehr schön. Ja. Micha, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es zurzeit ziemlich langweilig. Ich habe auf jedem Desktop, den ich gerade habe, PopOS. Weil es für mich am besten funktioniert. So blöd, wie es klingt. Vorher war es so ein bisschen Ubuntu und jetzt ist es halt PopOS seit 2 Jahren. Sehr stark. Ja, bei mir war es auch am Anfang Ubuntu. Und dann bin ich, aber das waren zu Zeiten von Ubuntu 14.04 oder 16.04,
Ich meine, ich weiß es gar nicht mehr, welche Distro oder welche Version, 16.04, entweder so um den Dreh rum, bin ich dann zu Linux Mint gewechselt und seitdem viele andere Sachen ausprobiert, auch in Selbsttests und so weiter, aber immer bei Linux Mint kleben geblieben bis jetzt. Und ja, wahrscheinlich würde jeder von euch antworten, wenn ich die Frage, warum nutzt ihr das? Es funktioniert einfach. Oder würde jemand etwas von euch anderes sagen? Nein. Was ist euer Hauptgrund, warum ihr das nutzt? Beziehungsweise ist der Hauptgrund, warum ihr das nutzt, da draußen, meine ich natürlich auch. Also ihr könnt gerne eure Kommentare reinschreiben und dann werden wir die hier auch mit reinnehmen und Meinungen und so weiter. Gut, okay. Ja, das ist die Sache. Und ich habe mal ein bisschen angeschaut, PopOS hat ja tatsächlich verschiedene neue Features und so weiter. Damit wollen sie ja beispielsweise, wenn wir jetzt mal wirklich PopOS gegen Ubuntu aufstellen. Wir haben verschiedene Unterschiede. Wir haben einmal den Unterschied Flatpak versus Snap. Ne? Frage an dich, Michel Franken. Bist du Snap-Nutzer? Einfach mal so. Nein. Nein. Okay, Hast du dann Flatpak dann nachinstalliert und natürlich, ja. Nutzt du dann ganz groß. Okay, sehr stark. Okay, gut. Ne? Ist vielleicht auch noch ein Punkt. Die Sache ist ja auch tatsächlich, dass ein PopOS oder ein Ubuntu ja eigentlich eine relativ ähnliche Basis haben. Und man natürlich dann auch, wenn einem eine Option jetzt nicht gefällt, dass dann tatsächlich man das dann auf dem anderen System dann meistens nachziehen kann. Ne? Geht nicht immer, aber mit den meisten Sachen geht es auf jeden Fall. Mhm. Ja. Genau. Habt ihr gerade was zu sagen, wo ihr sagen würdet, ja, deswegen würde ich jetzt kein PopOS beispielsweise nutzen? Das hast du ja gemeint, Michel Frank. Du hast ja vor einigen Wochen, Monaten das Ganze mal ausprobiert, das PopOS. Und wie waren deine Erfahrungen damit? Und warum bist du heute nicht mehr da? Also erstens mal ist es der Name. Nein. Okay, danke für den Talk. Ja. Da hatte übrigens der Joe als Linux-Grandler ja mal ein hervorragendes Video gemacht. Hi Joe. Die Vorteile von PopOS sind ganz klar, es hat ein eigenes Design entwickelt. Es basiert schon auf dem alten Yaru von Ubuntu. Aber es hat also braun-orangene Nuancen mit diesem Blauton. Eigenes Design. Dann hat es immer einen neuen Kernel. Also ich habe PopOS als VM auch weiterhin am Laufen und es ist jetzt Kernel 6.0.5, glaube ich, reingekommen. Also ziemlich neu. Sehr aktuell, ja. Man bekommt viele Pakete als Debian-Paket im Repo, also zum Beispiel auch Slack. Das ist ja, wenn man den Pop-Shop aufmacht, also nicht unseriös, sondern den Pop-Shop aufmacht, bekommt man ja bei vielen anderen Stores dann diese Pakete mehr als Flatpak oder als Snap. Bei PopOS bekommt man es auch als Debian-Paket. Ja, Flatpak ist natürlich nativ mit im Bauch. FlatHub ist eingebunden. Was ich bei PopOS eigentlich das Alleinstellungsmerkmal empfinde, ist die Recovery-Funktion, die es hat. Das heißt, geht das System mal in die Grütze, kann man über die Recovery-Funktion quasi ein neues System aufsetzen, ohne Neuinstallation. Da kann vielleicht Micha ein bisschen mehr dazu erzählen, da ist er vielleicht tiefer drin. Und was ich persönlich noch gut finde, ist die Entwicklung, dass die Cosmic Desktop von GNOME loslösen und das auf Rust komplett neu entwickeln möchten. Wird sicherlich spannend werden, wenn das dann auf dem Markt ist, wie sich das dann anhand der Nutzerzahl entwickeln wird. Das wären so die Punkte, wo ich sage, das hebt PopOS besonders hervor von Ubuntu, also der Basis. Was mir dann auch auffiel, dieses braune Thema ist tatsächlich Geschmackssache. Also ich fand es anfangs recht angenehm, aber dann irgendwann ist es mir dann doch etwas zu monoton geworden. Und die Anpassung über das Tweaks-Tool geht natürlich, aber es gibt im Pop-Shop ein Designproblem, dann man kann man nicht auswählen, ob es Flatpak oder Debian-Paket ist, das mag jetzt marginal klingen, ist ja auch nicht das größte Problem, aber das braune Thema hat mich auf Dauer nicht binden können, hat mich nicht so ganz überzeugt. Was mich persönlich ein bisschen genervt hat, ist, dass sie kein ButterFS im Installer anbieten, das wollen sie derzeit aktiv nicht, ich hatte das mal über Mastodon, über Twitter, ich weiß nicht mehr genau, hatte ich mit denen mal Kontakt gehabt. Da bekam ich das so zurückgemeldet. Und was man manchmal auch liest, die Icons, die wirken ein bisschen verspielter wie bei Ubuntu.
Das empfinden manche auch als negativ. Ich empfand das jetzt nicht ganz so als negativ. Aber man muss ja auch andere Stimmen mal zu Wort kommen lassen. Und der LTS-Zeitraum bei PopOS ist kürzer wie bei Ubuntu. Ubuntu bietet ja für die LTS-Version in der dank Ubuntu Pro bis zu 10 Jahre Support an. Und PopOS springt von LTS zu LTS-Version. Das heißt, 2, 2,5 Jahre. Und dann ist in etwa so der Zeitraum, wo man auf das nächste System das Upgrade machen sollte. Aber ich bin ehrlich, also ich nutze auch kein Ubuntu 20.04 mehr. Das heißt, ich würde auch alle 2 Jahre so in etwa den Sprung mitnehmen. Von daher ist es nicht ganz so tragisch. Aber wenn man im Enterprise- oder im Business-Umfeld ist, dann ist natürlich eine planbare Zeit von 5 bis 10 Jahren für Client-Flotten schon einiges an Wert. Und das hat man ja bei PopOS in der Form nicht. Und was halt ein eklatanter Punkt noch ist, die Hardware von System 76, die bekommen wir in Europa derzeit, ich glaube, noch nicht aus dem Hub in den Niederlanden, den sie aufbauen, sondern noch wird das halt verschifft, beziehungsweise aus Amerika geschickt und man muss es dann wahrscheinlich beim Zoll abholen. Ich habe noch nicht bestellt, ich glaube aber, so wird der Prozess sein. Und das könnte natürlich auch noch den einen oder anderen abschrecken, da mal zuzuschlagen. Bezüglich das schreckt Hardware, mich noch ab. Das schreckt mich wirklich noch ab. Ich habe keine Lust, bei uns zum Zoll zu gehen. Aber das ist eher wegen unserer Zollstelle. Die ist ein bisschen sehr altbacken. Okay. Okay, sehr cool. Ja, also ganz, ganz tolle, valide Punkte hast du da genannt, Michael Franken. Wir gehen mal auf den Chat ein, bevor wir weitermachen. Erstmal die Frage, ja, für jemand, der keine Ahnung davon hat, was ist das Besondere an PopOS, worauf basiert es? Vielleicht das ganz kurz nochmal. PopOS basiert auf Ubuntu und baut sich jetzt auch einen neuen Desktop zusammen und möchte sozusagen das neue Ubuntu werden. Würde ich mal sagen, doch, also es, würde ich tatsächlich die Mission so nennen, oder würdest du das anders nennen, Micha, als PopOS-Veteran? Also ich würde nicht sagen, dass die das Ubuntu neu erfinden wollen. Die wollen einfach für sich eine gute, valide oder solide Distribution kreieren, die am besten mit ihren Vorstellungen und Hardwareanforderungen d'accord geht. Okay, also ja, das ist dann Ubuntu vielleicht nochmal ein bisschen anders. Sagen. Ja, also. Aber also genau, ne, das habe ich bis jetzt immer darauf aufgefasst, ist vielleicht auch nochmal ein ganz netter Ansichtspunkt. Absolut, genau, am Ende wollen sie natürlich ein, ich sag mal, sehr nutzbares System schaffen, wie ja eigentlich fast alle Distributionen. Ne? Also es soll ja alles Nutzen haben, warum man das macht, außer vielleicht die ein oder andere Spaßdistribution. Genau, PopOS kommt halt tatsächlich mit ganz coolen neuen Ideen mit rein, beispielsweise, dass sie einen sehr, sehr einfachen Installer haben. Das hat Michael Frank dann aber auch wieder eben etwas kritisiert, dass sie dann kein ButterFS, das ist ein spezielles Dateisystem, dann mitverwenden darfst oder kannst, jedenfalls nicht über die Installation. Danach kannst du es wahrscheinlich vielleicht nochmal irgendwie tweaken, aber vielleicht kannst du da direkt einschreiten, Micha, oder funktioniert das ja, also nicht so? Du musst es schon mit ButterFS installieren. Und da, du kannst im Installer ButterFS auswählen, das ging, aber dann installiert es ButterFS auf die denkbar schlechteste Art und Weise. Nämlich ohne Subvolumes. Ja, genau. Und das ist Verschwendung von massiv viel Potenzial von ButterFS. Und da muss man halt ein paar Handstände machen. Da kenne ich jemanden, der eine Anleitung dazu geschrieben hat, aktuell dementsprechend, ja. Okay, dann haben wir den Punkt ja schon mal weg, ne? Also ansonsten schreiben die Leute hier, ja, Debian finde ich besser oder ja, was auch jemand, wo auch jemand den Michel zustimmt, dass Ubuntu einfach läuft, egal welcher Desktop, ist auch eine Idee. Ne? Also ich muss sagen, ich persönlich finde das neue Ubuntu Release tatsächlich auch eines der besten, die sie hatten in den letzten Jahren auf jeden Fall. Also es lief eigentlich fast alles rund und bis auf dieses Firefox-Dilemma am Anfang, das haben sie aber auch richtig, richtig gut mit hinbekommen. Also das funktioniert tatsächlich jetzt besser als beispielsweise, ich habe das ja mal irgendwann getestet von der Geschwindigkeit her, als beispielsweise jetzt ein Linux Mint Firefox beispielsweise, also schneller, ne? Was ich krass fand. Gab es nicht sogar das App-Image-Problem bei 22.4 zum Anfang? Das gibt es, glaube ich, immer noch. Ne? Das ist noch so ein Ding. Hattest du dieses App-Image-Problem noch, Michel? Nein, ich verwende kein App-Image.
bin ich ehrlich. Richtige Antwort. Nein, Spaß. Okay. Ja, nee, auf jeden Fall, ja, nee, den vielen, die kein App-Image verwenden, denen wird das nicht auffallen, aber es funktioniert kein App-Image erstmal standardmäßig. Da musst du noch ein Paket nachinstallieren, dann funktioniert das. Aber das fand ich tatsächlich auch, ja, schwierig. Ne? Aber ich glaube, da hat ja natürlich jede Distro so ein bisschen ihre Makel. Am Ende müssen wir vielleicht sehen, wir haben eine große Nutzerschaft auf Ubuntu, wir haben eine große Nutzerschaft auf Linux Mint, auf PopOS und noch in gewisser Weise auf Elementary OS. Und jetzt müssen wir vielleicht analysieren, wann sind Nutzer migriert, sagen wir es mal so, zu anderen Distros. Eigentlich, wenn sie unzufrieden mit ihrer jetzigen Distro sind. Beispielsweise hatten wir einen großen Strom früher von Ubuntu zu anderen Distributionen hin. Na, einmal zu Elementary OS, ich glaube Linux Mint hat auch sehr, sehr viel abgefischt und noch ein paar andere Distros. Das heißt eigentlich, stelle ich einfach mal die These auf, da könnt ihr gerne gleich mit einschreiten und diskutieren. Solange die alten Distros, sei es Linux Mint oder Ubuntu, in Anführungszeichen, nichts falsch machen und die Nutzer eigentlich damit zufrieden sind, werden sie viel, viel weniger wechseln, als wenn sie sagen, okay, gut, ich möchte, boah, das Release ist so blöd, da gehe ich jetzt auf eine andere Distribution. Würdet ihr mir da prinzipiell zustimmen? Ja. Ja. Dann ist auch d'accord. Ja, dann ist da die Sache, gut, okay, dann gibt es eigentlich nur noch die Möglichkeit, also wie gesagt, gehen wir erstmal diesen Fall ab. Habt ihr das Gefühl, beziehungsweise momentan, vor allem jetzt mal an Michel, da du ja sozusagen noch eine alteingesessene Distribution verwendest mit Ubuntu, hast du das Gefühl, dass Ubuntu momentan etwas falsch macht? Generell von der Politik her, generell von dem, wie das System funktioniert? Nein, sie haben es wieder verbessert, um es mal deutlich auszudrücken. Vor allem mit 22.04 kannst du in GNOME Farbnuancen zum Beispiel einstellen. Also nicht nur Orange, dieses Ubuntu-Orange, sondern du kannst Blau, Grün, Rot, Violett einstellen. Das sind Features, die hat ein Fedora mit GNOME nicht zu bieten. Das hat Ubuntu selbst customized, wird wahrscheinlich irgendwann in GNOME irgendwann rückportiert oder als Upstream kommen. Aber derzeit bietet das Ubuntu und das Designteam von Ubuntu hat das schon verbessert im Vergleich zu 20.04. Ich fand Yaro jetzt niemals hässlich, aber durch die Lib-Adviter-Thematik waren sie schon jetzt gezwungen, für Ubuntu 22.04 sich zu bewegen. Und die Bewegung war meiner Meinung nach tatsächlich in die richtige Richtung. Und mit 22.10 haben sie weiteren Feinschliff durchgeführt. Ja, also ich bin der Meinung, die sind wieder auf dem richtigen Weg und die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass sie irgendwie sich zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Absolut. Ich glaube, sie brauchten mal so einen Wachrüttler. Ich glaube, der Wachrüttler kam initial bei Ubuntu 16.04, beziehungsweise als sie dann ein bisschen eingekürzt haben, auch das Budget und gesagt haben, okay, sie gehen von Unity weg und so. Ich halte das persönlich für eine richtige Entscheidung, weil Unity mittlerweile auch ein paar Freunde hat, aber die meisten es nicht so richtig mochten. Ja, sie haben tatsächlich daraus gelernt und haben auch in den vergangenen Jahren, wo sie gesehen haben, hey, ein PopOS kommt her, Linux Mint hat sich auch extrem entwickelt, vor allen Dingen zwischen 2016 und 2020, würde ich sagen. Seitdem nicht mehr so stark, finde ich persönlich, aber vor allen Dingen in dieser Zeit. Ne, da kamen so viele Wettbewerber, die wirklich versucht haben, Ubuntu das Wasser abzunehmen und das hat ja anscheinend auch ganz gut funktioniert. Ne? PopOS hat eine sehr, sehr große Nutzerschaft. Auch in meinem Bekanntenkreis nutzen sehr, sehr viel PopOS. Genauso wie Linux Mint. Und dann nutzen immer weniger Ubuntu. Und dann ist ihnen das natürlich auch aufgefallen. Vielleicht von den Downloadszahlen oder vom Marktanteil, je nachdem, wie man den messen kann. Dann haben sie sich vielleicht auch gesagt, ja gut, wenn wir da weiter King sein wollen, was ja natürlich sein wollen, kann ich ja nachvollziehen, dann ja, ist da Ubuntu auf jeden Fall auch nochmal eine große Sache. Beziehungsweise geben wir da mal richtig Gas. Und ich habe eine ganz, ganz schöne Geschichte von einem Nutzer hier, die möchte ich einfach mal vorlesen. Ich bin vor 2 Jahren auf meinem 12 Jahre alten Laptop von Windows 7 auf XFCE umgestiegen, war sofort begeistert, hat alles out of the box funktioniert. Auf meinem Gaming-Desktop-PC bin ich auf Manjaro XFCE unterwegs und so weiter und ist immer noch tops zufrieden.
Und war tatsächlich nie ein Fan von GNOME, ist jetzt aber tatsächlich einfach, weil es einfach mal ausprobieren wollte und eine Chance geben wollte, auf PopOS vor einer Woche umgestiegen und ist damit super happy und ist sozusagen so sein Daily Driver. Das heißt, auch wenn ihn jetzt auch nichts gestört hat, konnten wir trotzdem sehen, okay, gut, der Nutzer ist trotzdem, hat sich umgeschaut und hat dann tatsächlich schon das Beste verwendet. Das heißt, wir haben nicht nur eine Migration von den Distros, wo es wirklich schlecht läuft, was wir gerade, ich würde auch sagen, sind nicht gerade sehen in Ubuntu und ich würde auch sagen, nicht in Linux Mint. Wir haben auch tatsächlich dann nochmal die Migration einfach, weil Leute neugierig sind und einfach auch nach besseren Möglichkeiten suchen. Ich würde das nicht als den generischen Nutzer, Linux-Nutzer sehen. Es gibt zwar viele Distro-Hopper, die immer von der einen Distribution auf die andere springen und versuchen, das Beste für sich zu finden. Beispielsweise ich persönlich bin auch ein Gewohnheitstier. Ich habe mich da super wohl gefühlt mit Linux Mint, fühle mich immer noch super wohl und werde wahrscheinlich das noch eine Zeit lang weiter nutzen. Aber es gibt dann halt eben auch nochmal die Leute, die migrieren. Und dann, wenn wir vielleicht nochmal diesen Strom anschauen, könnte da tatsächlich PopOS, beispielsweise dann Ubuntu oder MX Linux, gefährlich werden? Wie schätzt ihr ein? Sind die Features von PopOS wirklich so stark, dass einfach Leute sagen können, oder Leute sagen, ja gut, deswegen würde ich das nutzen, beispielsweise mit Flatpak vorinstalliert dem einfachen Installer, der nochmal ein bisschen einfacher ist, oder vielleicht auch dem Desktop? Da würde ich einfach mal eure Einschätzung hören wollen. Also ich glaube, aufgrund des einfachen Installers, der ja wirklich noch mal eine ganze Ecke simpler ist als der Standard, war das Calamares-Installer? Ich glaube, den Ubuntu hat, kriegen sie einfach ganz viele Leute oder potenzielle Leute, die einfach das Ganze durchinstallieren und super zufrieden sind, wie schnell das ging, wie einfach das ging. Und das System an sich ist ja auch nicht schlecht, es ist halt auch wirklich eine subjektive Geschmackssache im Endeffekt. Aber allein schon wegen dem einfachen Installer, denke ich, gibt es da garantiert noch Zuwachs. Das ist eine Sache, die sie definitiv richtig gemacht haben. Wie schätzt du das ein, Michel Franken? Und wie schätzen das die Zuschauer ein? Hat PopOS nur mit seinen Features die Chance, den anderen Distros das Wasser abzugraben? Ich habe mich vor einer gewissen Zeit schon mal von dem Gedanken verabschiedet, dass es immer eine Konkurrenzsituation geben muss. Also ich denke mir eher, es ist ein Ergänzen. Selbst wenn du von Ubuntu zu PopOS abwanderst, dann bist du ja immer noch, gehst du zum Cousin quasi. Von daher ist mir persönlich das ziemlich, ich sehe das leidenschaftslos. Also ja, wenn einer weiter wechseln möchte, gerne. Wenn einer Hopping machen möchte, gerne. Ich sehe das nicht als Gefahr, weder für Ubuntu noch für eine andere Distribution. Denn ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich kenne jetzt eigentlich, spontan fällt mir auch keine ein, wo ich sage, die macht das richtig schlecht. Also, wenn ihr eine wisst, die das richtig schlecht macht, fangt den Flamewall gern an, ich möchte es nicht. Aber ungeachtet dessen, nein, also ich sehe nicht, dass eine das jetzt per se richtig schlecht machen würde. Und deswegen, ja, wichtig ist auch zunächst mal, dass sich jemand darauf einlassen möchte, weg von Windows oder weg von Mac OS hin zu Linux. Und wie es da dann weitergeht, ist auch eigentlich Schall und Rauch. Also ich denke mal, vielen wird es auch einfach genügen, auf Ubuntu oder PopOS oder Linux Mint zu gehen. Und das war's dann. Also ich kenne auch viele, die auf so Schmalband-Desktops glücklich sind, wie XFCE, LXQT, wo ich mir denke, ja, das wäre jetzt nicht meine erste Wahl, aber bitte, wenn es jemandem gefällt, das ist gut, leben und leben lassen. Und ich sehe keine Konkurrenzsituation. Also es ergänzt sich in einer großen Familie. Stimme ich dir in gewisser Weise zu. Dennoch würde ich sagen, verfolgen ja verschiedene Distributionen, also zwischen Ubuntu und PopOS haben wir ja nochmal einen großen Unterschied, weil wir haben bei Ubuntu nochmal den professionellen Support dahinter, was Ubuntu, ich denke, extrem viel Vorteile noch in der Zukunft verschaffen wird und ein großes Alleinstellungsmerkmal auch, jetzt in diesem Debian-Spektrum, würde ich mal sagen. Aber worauf wollte ich hinaus? Viele Distributionen haben ja eigentlich ungefähr genau das gleiche Ziel. Sie wollen alle einsteigerfreundlich sein. Sie wollen alle
eigentlich für den normalen Nutzer sein. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt ein Linux Mint und ein Pop! OS sich ergänzen in gewisser Weise. Also es ist dann schon eher ein Entweder-Oder. Was ich anders sehen würde, ist bei Debian und vielleicht irgendwas anderem. Ne, weil Debian, das hat nochmal einen ganz anderen Fokus auch. Das hat auch nicht so krass auf die Fahne geschrieben, dass es einsteigerfreundlich sein soll, dies jenes oder auch ganz spezielle Distros, die dann irgendwie wie Ubuntu Studio oder sowas, da weißt du ganz genau, was das sein soll. Es gibt ja schon eine gewisse Riege an Distributionen, da würde ich Elementary OS noch zufassen, Pop! OS, Linux Mint, vor allen Dingen die drei großen Vertreter, vielleicht noch MX Linux, wobei MX Linux ja mit seinem XFCE-Desktop auch nochmal was Eigenes macht, finde ich. Aber vor allen Dingen die drei Distros, würde ich schon sagen, dass sie doch sehr, sehr ähnliche Ziele haben, oder? Beziehungsweise eigentlich die Ziele gleich sind. Ich müsste mal kurz einhaken. Also Pop! OS ja. Hat auch professionellen Support. Für die Hardware ja. Ja. Hast du ja, natürlich ja. Auch den Support. Du kannst auch Support-Tickets aus den GNOME Kontrollzentren oder Einstellungen heraus eröffnen. Das bietet keine andere Distro. Vielleicht muss man den Fokus zwischen Ubuntu und Pop! OS zum Beispiel mal sehen. Ubuntu sieht den Desktop nicht mehr als Produkt zum Verkaufen, sondern in der Wertschöpfungskette ist das die Basis für Entwickler, für ihr Deployment, für solche Geschichten. Ubuntu sieht wahrscheinlich den Desktop gar nicht mehr in der Richtung, also sagen, wir müssen das jetzt im Desktop-Umfeld an den Mann bringen, sondern wir möchten unser Cloud-Umfeld, Kubernetes, Container, alles Mögliche möchten wir versorgen und im Idealfall kommen die User gleich auf den Ubuntu-Desktop und können dann in einer Kette durchdeployen und müssen sich gar nicht mehr groß umstellen. Pop! OS möchte Hardware verkaufen. Das ist, finde ich, ein eklatanter Unterschied und deswegen, wie ich schon sagte, keine Konkurrenzsituation, sondern sie bedienen eigentlich, obwohl sie Desktop bedienen, verschiedene Gruppen. Ich würde in der Hinsicht sagen, Pop! OS macht ja mehr als Hardware. Natürlich, sie haben ihre Hardware-Sparte und ich bin mir auch relativ sicher, dass ja Ubuntu in gewisser Weise auch sowas, ich glaube, langfristig haben wird. Beispielsweise mit Dell sind sie ja da schon so ein bisschen im Gespräch. Ne? Die sind ja da auch wieder ähnlich. Natürlich, nochmal, also ne, man kann die jetzt nicht gleich komplett zu 100% vergleichen. System 76 hat einen ganz anderen Fokus als Canonical. Ne? Sind wir uns, denke ich, alle einig. Aber ich denke, dass tatsächlich ja Pop! OS über dieses Hardware-Verkaufen hinausgeht. Und verbessere mich, kann man wirklich Support erhalten, wenn man kein System 76-Gerät hat von System Nein. 76? Nicht, ne? Nein. Genau, das ist nochmal eine andere Support-Schiene. Aber nee, absolut. Also sie haben auch professionellen Support in der Hinsicht, das stimmt schon. Ja, das stimmt. Aber von daher würde ich schon sagen, dass sie eigentlich ähnliche Ziele haben. Wobei natürlich wir dann in gewisser Weise das nicht Henne-Ei-Problem haben, aber vielleicht kann man das ein bisschen nennen, dass halt eben Pop! OS auf Ubuntu basiert. Das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, aber das muss ja auch erstmal, das kann ja auch, die Basis kann ja auch unten ausgetauscht werden. Es geht ja erstmal über die Benutzeroberfläche und so weiter und angenommen, Ubuntu würde jetzt wirklich auf einen anderen Tag verschwinden, was ich sowieso nicht glaube, aber angenommen, das würde passieren, dann würden, denke ich, die meisten auch sehr, sehr gut mit einer Debian-Basis klarkommen. Linux Mint macht das ja beispielsweise auch schon vor und das ist ja eigentlich auch ganz gut. Und von daher gehe ich mal von aus, können wir diesen Aspekt eher beiseite lassen. Micha, du wolltest was dazu sagen. Oder, ja, jetzt weiß ich nur noch gar nicht mehr was im Endeffekt. Ist schon wieder weg. Irgendwo wollte ich einhaken, aber naja. Okay, aber vielleicht nochmal zum Verdrängen von Distros. Ich sehe persönlich momentan nicht, dass Pop! OS das Wasser mit Ubuntu abgraben könnte. Ne? Natürlich, die beiden, ich würde schon sagen, dass sie eine gewisse Konkurrenzsituation untereinander haben, dass sie in gewisser Weise auch die gleiche Nutzerschaft am Ende ansprechen. Sie haben verschiedene Nuancen, aber im Grunde genommen sind sie eigentlich, wollen sie beide einsteigerfreundliche Linux-Software haben oder, ne, ich sag mal, anbieten. Ne? Ich komme mal zu Elementary OS und du, Michel Franken, du nutzt noch Elementary OS, ne? Ja, ja. Ja. Wie ist denn da die Lage? Die haben sich ja vor einem Jahr richtig in die Haare bekommen und ich glaube, die haben sich getrennt, die Entwickler. Wie ist seitdem die Entwicklung dort? Hast du da zufällig Informationen zu? Beziehungsweise, wie ist da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist, dass die derzeitige Elementary OS Version 6.1 Jölnir weiterhin auf Ubuntu 20.04 basiert und OS 7, was auf Ubuntu 22.04 basieren wird, ist derzeit in der Entwicklung,
was man den Newsletter entnimmt, wohl Richtung Fertigstellung. Aber es gibt immer wieder Verzögerungen. Und das ist auch der Punkt, warum ich perspektivisch mich mal wieder nach einer zweiten Distro, also ein zweites Standbein, mal umgeschaut habe. Denn das heißt jetzt nicht, dass ich konkret misstraue. Ich nutze es ja weiterhin, aber es hat Spuren hinterlassen und es entwickelt sich relativ langsam, hat sich aber auch schon vorher. Es läuft noch und auch wenn Elementary morgen den Bach runter ginge, dann bekommt er durch die Ubuntu LTS-Basis weiterhin Sicherheitsaktualisierungen. Nur im Pantheon-Umfeld halt nicht. Ja, also es ist derzeit noch in Entwicklung. Die Entwickler haben, die Gründer von Elementary, ich muss ja auch sagen, Elementary OS entstammt ja der Firma Elementary Inc., die wiederum seinerzeit mal gegründet wurden, um auch Hardware zu verkaufen. Die haben dann auch auf Ubuntu versucht, einen Desktop aufzubauen und das haben sie dann weiterentwickelt zu einer eigenen Distro, also Elementary OS. Und wollten dann hier eigentlich auch durch Hardwareverkauf, durch Partnerschaften und durch Merchandiseverkauf eigentlich in die Gewinnzone fahren. Durch die Corona-Pandemie 2020 ist das dann, sind die Pläne irgendwie nicht mehr zur Vollendung gekommen. Und dann kam ja der Streit dieses Jahres, dass einer der Gründer aus Finanzproblemen raus wollte, vollzeitmäßig, also der Cassidy James Bleed, der wollte raus. Hatte vorgeschlagen, Daniel vor, er geht raus, arbeitet nicht mehr auf Gehaltsbasis von Elementary Inc., sondern arbeitet woanders. Aber in seiner Freizeit ist er weiterhin für Elementary OS als Entwickler tätig und das mit vollem Stimmrecht weiterhin als Gesellschafter. Und da gab es dann den Streit, weil es dann hieß, wer bei uns stimmberechtigt ist, soll auch arbeiten etc. Und dann ging es auseinander. Seitdem hat sich die Situation halt auch nicht verbessert. Also sie ist weiterhin stabil. Es ist jetzt nicht irgendwie den Bach runtergegangen. Sie gibt es weiter, die Distro, aber ja, man muss ja auch so sehen, OS 6 läuft gut. Es ist ausgereift, es ist eine ausgereifte Basis, aber der Ubuntu 2004 und der Bau, der ist gealtert und das könnte den einen oder anderen stören. Und von daher, du hast ja vorhin mal gemeint, du siehst keine Distro, die wirklich mal den Bach runtergeht, also die gefährdet ist. Und ich würde genau Elementary OS deswegen sehr gefährdet sehen, einfach, dass sie langfristig, sag mal, von der Bildfläche verschwindet, beziehungsweise immer weniger relevant wird. Würdest du da mitgehen? Es besteht ein gewisses Potenzial der Gefahr, ja. Aber ich sag mal so, sie machen es nicht schlecht. Das muss man ja wissen. Wir hatten ja vorhin, ich habe immer gefragt, welche Distro macht es denn schlecht? Das ist ja was anderes wie so konstitutionelle Probleme, die es hier gibt. Und ja, es besteht die Gefahr. Aber auf der anderen Seite aus der Gefahr besteht auch die Hoffnung, dass durch die Community Pantheon auf Basis anderer Plattformen dann weiter betrieben wird. Also da würde ich mir jetzt nicht gravierende Sorgen machen. Und zur Not, es gibt genug Alternativen. Okay. Sehr cool, ja, absolut. Und ich fand die Diskussion bis jetzt sehr, sehr schön, auch, dass wir auch so teilweise unterschiedliche Standpunkte haben. Das ist toll, wenn man sich auch so ein bisschen mal uneinig ist. Das finde ich sehr, sehr toll. Generell haben wir jetzt noch 7 Minuten Zeit. Hat jemand von euch noch so ein, ich sag mal, vielleicht so ein Fazit oder so eine Sache, die wir noch unbedingt ansprechen sollten? Wo jemand von euch sagt, das muss noch unbedingt gesagt werden zu dem Thema. Ich hätte ein ganz kurzes Schlusswort. Im Linux-Umfeld, ich hatte es bei der Keylogs auch schon mal gesagt, es gibt oftmals eine richtig schlechte Diskussionskultur. Hier jetzt nicht, du hast es richtig gesagt, Jean, aber manchmal, wenn man das so in Foren liest, wie der Umgang untereinander ist, es dürfte gepflegter sein. Also ich würde jetzt mir nie anmaßen, mal jemand PopOS oder Linux Mint oder auch Arch oder Endeavor oder irgendwas einsetzt, würde ich nicht darüber urteilen. Es muss nicht meine Wahl sein, aber ich muss dem anderen den Respekt entgegenbringen können, dass ich sage, okay, er trifft eine andere Wahl wie ich. Das heißt ja nicht, dass er meine Wahl dadurch schmälert, schlechter macht oder irgendwas. Ja, wir sind alle Menschen, jeder hat seinen Geschmack und Vorliebe. Der eine mag dicke Effekte, der andere mag es spartanisch und mag 16 Farben. Okay, ja. Wunderbar. Hauptsache, derjenige ist glücklich und zufrieden und genau darum geht's. Sehr tolles Schlusswort. Also absolut. Ne? Also es kommt auch direkt im Chat wieder die Sache, die Diskussionskultur ist sehr schlecht. Das stimmt tatsächlich, ne? Würde ich auch sagen. In manchen Communities besser, in manchen schlechter. Aber ja, vielleicht
habe ich auch mal eine spannende These gehört. Vielleicht ist das auch so in jedem Hobby-Umfeld so, beziehungsweise in jedem Interessenumfeld, wenn man so möchte, dass dann besonders die Leute, die das die ganze Zeit nutzen und da auch so ein bisschen mit drin sind, egal ob das jetzt im Tennis ist oder im Eisenbahn-Modellbauverein oder alles Mögliche, ich glaube, da geht es dann meistens ein bisschen rauer zu. Was sehr, sehr, sehr schade ist, was wir auch versuchen, natürlich durch die Talkstage hier unter anderem Michel Franken mit seinem Blog, ich auch mit meinem YouTube-Kanal und so weiter, schon versuchen, so ein bisschen weiter aufzubrechen und auch nochmal nochmal eine weitere Diskussionsplattform bieten. Und das finde ich sehr, sehr toll, dass wir da heute die Möglichkeit hatten, so ein bisschen darüber zu diskutieren. Eine letzte Frage habe ich aber noch an euch. Außer Micha, du hast noch etwas zu dem PopOS versus Ubuntu Elementary. Sonst würde ich noch was zu MX Linux sagen. Also nicht direkt dazu. Ja, ich aber, eher oder zur Diskussionskultur, gerne. Ja. Ich würde eher abschließend so sagen, man muss es ein bisschen differenziert oder ein bisschen mit Abstand mal angucken. Wir haben ja nun mal eine gewisse Diversität an Distributionen, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und je nachdem PopOS, Elementary OS und meinetwegen auch Tuxedo OS wollen Hardware verkaufen und haben dahingehend ein bisschen Marketing dahinter. Die sind halt gerade im Fokus. Nichtsdestotrotz kommen über solche Distributionen neue Linux-Nutzer dazu. Und sobald die einmal in der Bubble sind, wenn die mit einem nicht zufrieden sind, lernen die, man kann wechseln. Und das ist halt das Schöne. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwann, sollte nicht das Hauptprojekt aus Gründen, die ich nicht benennen kann, einfach sterben. Debian, Ubuntu, keine Ahnung. Hab, glaube ich, mal gelesen mit einem halben Auge, Maskauf Canonical, dann ist vorbei. Fand ich ganz witzig. Solange werden Distributionen leben und der Fokus wird sich immer so ein bisschen verschieben, gerade wie so gerade dir der Zeitgeist ist. Aber leben und leben lassen, das ist so das Ding. Und das ist ja quasi konkurrenzbelebt das Geschäft. Vielleicht machen dann das auch andere Distributionshersteller, Ersteller gleich besser. Also ich finde, das belebt eher, als dass es hier ein Fressen gibt. Ne? Fressen und gefressen werden ist hier nicht. Würde ich auch sagen. Also es ist ein tolles Schlusswort, absolut. Also vielleicht bin ich auch etwas zu schnippisch natürlich in die Diskussion reingegangen. Wer wird jetzt wen verdrängen? Am Ende ist es das aber in gewisser Weise, weil die natürlich versuchen, alle das beste System zu erstellen. Und ne, da sehen wir auch wieder so ein bisschen den Punkt beim Linux-Thema. Dadurch, dass wir so viel verschiedene Projekte haben, die immer versuchen, auch miteinander zu kompetitiv sich, ich sag mal, schon so ein bisschen mal schauen, was größer, also was besser ist. Beispielsweise Snap Flatpak ist auch eine ganz große Sache. Ne? Die haben sich jetzt, ich glaube, miteinander abgefunden. Ich glaube, keines mehr wird von den beiden verschwinden. Und ich sehe, mein Greenscreen gibt langsam die Biege. Ich muss mal die Softbox anmachen gleich. Aber generell hast du absolut da recht bezüglich, dass eigentlich am Ende wird es die Zeit schon bringen. Es gibt jetzt, glaube ich, auch kein böses Blut zwischen den Distributionen oder den Entwicklern. Und was ich noch ganz am Ende zur Diskussionskultur sagen würde, ist mir vorhin der Gedanke gekommen, mit dem Elementary OS-Streit, mit dem Debian-Streit hatten wir, meine ich, auch in diesem Jahr einen, wo ein Entwickler sehr unschön dann, glaube ich, gegangen wurde und so. Das wird alles öffentlich ausgetragen. Und das, muss ich sagen, ist eigentlich eine Professionalität, also eine Unprofessionalität, die ich mir eigentlich nicht wünschen würde, persönlich. Würdet ihr das genauso sehen? Oder würdet ihr sagen, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlecht, wenn ihr die Community ein bisschen mehr mitbekommt? Also ich persönlich würde sowas hier eben professionell sehen. Ja. Also ich finde, man sollte den Unterschied zwischen offen und öffentlich immer klar kennen. Punkt. Absolut. Ja, sehr schön. Hast du noch was zu sagen, Micha oder Michel? Dann würde ich nämlich schon direkt gleich in die Regie abgeben. Ich dick das ab, so wie es Michel gesagt hat. Absolut. Ich finde, dem kann man nichts hinzufügen. Vielen, vielen Dank, Michel Franken, an dich, dass du hier mit dabei warst. Vielen, vielen Dank, Micha, auch an dich. Und ich würde sagen, wir können jetzt an die Regie hier einmal zurückgeben. Danke für die Einladung. Soll's, ja. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö.
Und jetzt sollte man uns eigentlich wieder hören. Und man hört uns jetzt. Wunderbar. Jetzt funktioniert alles. Hallo, Lars. Perfekt, Sean. Vielen Dank für diesen interessanten Talk. Ich war fast die ganze Zeit dabei, da so ein bisschen zu gucken, euch zu beobachten. Nein, Spaß. Natürlich der interessanten Dinge da zu lauschen, die ihr denn da verkündet habt. Ich bleibe dabei, diese Talk-Geschichten sind ja so immer mein persönliches Highlight, da so ein bisschen drauf zu gucken. Es ergeben sich ja daraus auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt immer so auf dem Zettel hat. Auch aus der Diskussion heraus entstehen interessante Sachen. Und deswegen ist das immer so auch einer der Programmpunkte, die ich dann auch für mich persönlich immer so ein bisschen bevorzuge, weil die Interaktivität hier natürlich auch immer eine sehr große ist. Sehr schön und deswegen an euch alle drei einen herzlichen Dank dafür. Das war eine spannende Sache, Sean. Was erwartet uns denn jetzt noch so? Absolut. Ja, ich fand ich auch sehr, sehr schön, ne, mit Michel und Micha da zu sprechen. Jetzt erwartet uns ein Vortrag zu Cardian Live von Eugen Mohr. Der ist im der ist im Cardian Live Team auch mit drinnen, mit dabei und gibt uns seit, ich glaube auch schon seit 3 Jahren mittlerweile, wir sind ja das dritte Mal mittlerweile online, auch tatsächlich wieder ein Vortrag zu Cardian Live und tatsächlich diesmal ein Übersichtsvortrag, stellt auch so ein bisschen vielleicht die neue Version vor. Da sind wir mal sehr gespannt, das geht gleich weiter. Davor vielleicht aber nochmal eine ganz, ganz kurze Ankündigung und ich habe es gesehen, bis wann kann man die Umfrage ausfüllen und so weiter. Die Umfrage kann man tatsächlich eigentlich bis zu dem wir die Umfrage dann auflösen, das wäre dann einmal morgen um 14.15 Uhr. Ne? Da lesen wir die uns dann durch. Das heißt, bis dahin könnt ihr die Tux-Tage-Umfragen ausfüllen, der Linux Desktop Design Award. Das heißt, euren Desktop abfotografieren und so weiter einschicken könnt ihr bis heute Nacht. Ab morgen früh beginnt dann die Abstimmung, die ihr dann auch tatsächlich auch wählen könnt. Ja, ansonsten folgt uns gerne auf Twitter und Mastodon für weitere Informationen. Und teilt auch gerne unsere Tweets und Tuts. Und dann würde ich sagen, müssen wir direkt wieder weiter umschalten zu Eugen Mohr mit Cardian Live. Ganz viel Spaß euch. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Tschüss.